Seid gegrüßt, herzlich willkommen zum 18. Update meiner Lego-Stadt. Heute geht es um die Polizeistation. Kurz vorweg wollte ich mich bei all denen bedanken, die mich letzte Woche abonniert haben. Das Ziel von 250 Abos wurde erreicht. Für die nächste Woche setze ich als Ziel 270. Drum all diejenigen, die zuschauen, mich abonnieren wollen, tut das gerne. Ich leg mal los. Und zwar habe ich jetzt mehrere neue Modular Buildings gekauft. Eins davon ist die Polizeistation und die stelle ich heute vor. Vorne parkieren ein paar Polizeiautos. Die waren nicht im Set drinnen, was ich schade finde. Das Set hat keine Fahrzeuge, darum parkieren einfach City-Polizeiautos vor der Fassade. Da kommt dann so eine Art Parkplatz hin. Eine Art Einkerbung in den Gehweg. Das Gebäude besteht eigentlich aus drei Gebäuden. Das zentrale Gebäude ist dann die Polizeistation. Es erinnert mich sehr an GCPD. Jetzt habe ich Gordon und Batman auf dem Dach und da steht noch so ein Batman-Projektor. Sieht es noch von der anderen Seite aus. Ich habe absichtlich die Dark Knight-Figuren integriert. Hier auf der Seite befindet sich eine Werbetafel, die werde ich dann detaillierter zeigen. Das ist eigentlich ein Easter Egg, das auf die Bank aus dem Jahre 2015 hinweisen soll, weil da war diese Waschanlage drinnen, die jetzt auf diesem Schild beworben wird. Das Schöne ist, dass man bei den Modular Buildings ja die einzelnen Stockwerke abnehmen kann. So kann ich jetzt das Dach abnehmen und mal den dritten oder zweiten Stockwerk, je nachdem wie man es zählt, zeigen. Hier haben wir ein WC, dann einen Verhörsaal. Ich habe absichtlich alle Polizeifiguren, die ich irgendwie besaß, in diese Polizeistation integriert, da das Set nur drei anbietet. Beim Verhör ist jetzt Batcop aus dem Lego-Movie mit dabei. Hier haben wir irgendeinen Leutnant durch das Fenster schauend und eine Polizeichefin kommt als eine Art Good Cop mit einer Tasse Wasser oder Tee in den Verhörraum rein. Hier ist dann noch so ein kleines Türchen. Wenn man es aufmacht, bekommt man einen Zugang zu einer Art Beweismittelkammer. Hier drinnen befinden sich noch irgendwelche Töpfe und so weiter. Dann haben wir hier schöne Treppen nach unten führen. Das sind Bricks, die seitlich verbaut wurden. Auf der Wand hängen irgendwelche Medaillen oder etwas in der Art. Man sieht, zwischen den Räumen sind die Wände im Inneren tiefer eingebracht. Wenn ich jetzt das entferne, eröffnet sich dann ein Blick auf die erste Etage. Hier ist nochmals dieses Schild zu sehen, vielleicht ein bisschen besser. Soap, Suds, Cleans, It All steht drauf. Die erste Etage sieht dann folgendermaßen aus. Hier haben wir mehrere Arbeitstische mit Ausstattung aus gefühlt 50er, 60er Jahren. Was ich ganz toll finde, ist diese Karte, wie man sie aus den Krimi-Filmen kennt, wo man durch einen roten Faden verschiedene Beweismittel miteinander verbunden werden. Hier hinten haben wir noch einen Kriminellen, der fotografiert wird von einer Polizistin. Hier unten ist ebenfalls eine Treppe, die dann wiederum eine Etage tiefer geht. Auch eine schöne Blume steht hier in der Ecke, was ich ebenfalls ganz toll finde. Daneben ist das Donut-Gebäude, das ist jetzt irgendeine Art Apartment. Beziehungsweise hier lebt eigentlich dieser Donut-Dieb, der als eine Art kleine Story des Sets hier vertreten ist. Und zwar geht es eigentlich darum, dass der Kioskverkäufer, der die Zeitungen verkauft, in denen es ständig um den bösartigen Donut-Dieb geht, der die Donuts klaut, selber der Donut-Dieb ist.
und er wohnt sozusagen gerade einen Meter von der Polizeistation entfernt. Es war sozusagen als Gag gedacht. Und das ist so eine Art Angel, mit der er eben sein Bett aufklappt und durch die Decke dann die Donuts aus dem Laden klaut. Finde ich eigentlich noch eine ganz nette Geschichte. Die Fassade sieht jetzt nicht extrem besonders aus. Man hat die blauen Markisen und dann so eine Art Liane oder Vine, das entlang der Ecke geht. Wenn ich das jetzt ebenfalls entferne, sieht man schon das Erdgeschoss. Unten haben wir eine Lobby. Hier hinten habe ich jetzt noch einen Biker, also beziehungsweise einen Polizisten mit einem Motorrad hingestellt. Das ist der Hinterhof des Sets. Die Tür ist ein bisschen heruntergesetzt. Hier befindet sich noch dieser bekannte Donutladen, von dem ich die ganze Zeit spreche. Der ist vielleicht minimalistisch aufgebaut, eingerichtet, aber hat alle wesentlichen Elemente drin, wie die Theke, die Regale, eine Kasse. Passt für mich. Ich finde auch, die Farbwahl ist eigentlich ganz toll. Hier ist so ein Boiler drin und eine Stelle, wo man die Walkie-Talkies absetzen kann. Hier ist dann die Rezeption. Gerade daneben ist eine Art, nicht wie Gefängnis, das sind ja diese Zellen, wo man meistens irgendwie nach 48 Stunden oder so rauskommt. Und das Coole ist, dass wenn man das Bett hochklappt und die Tür rausnimmt, sieht man, dass die Verbrecher mit einem Löffel einen Tunnel geschaufelt haben und kurz vorm Ausbruch stehen. Denn wenn ich Motorrad entferne, sehen wir einen Riss in der Wand. Dieser Riss ist quasi der Ausgang des Tunnels, der da rausgegraben wurde. Finde ich ebenfalls ein ganz nettes Detail, was das Set sozusagen besitzt. Hier vorne haben wir eben dieses Kiosk. Das ist eben dieser Donut Dieb, der neben normalen Zeitschriften auch Zeitungsartikel über seine eigenen Verbrechen verkauft. Finde ich eigentlich wirklich noch spannend. Vorne dran haben wir solche Büsche, würde ich sagen. Ich habe mal gehört, dass sie nicht allen in der Lego Community gefallen. Ich finde, sie sind akzeptabel. Das Set als Ganzes sieht wirklich gut aus. Deutlich besser als der Bookstore aus meiner Sicht. Und es ist momentan das höchste Modular, zumindest von denen, die ich besitze. Das bringt mich auf das Thema bezüglich künftiger Updates. Und zwar stehe ich vor der Qual der Wahl, ob ich das neue Daily Bugle bestellen soll, den neuen Wolkenkratzer von Marvel, oder ob ich die Teile bestellen sollte für die Straßen und somit in künftigen Updates mal die Straßen meiner Stadt befließe. Schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr vorziehen würdet. An dieser Stelle bin ich am Ende meines Videos. Danke fürs Zuschauen. Nochmals, bitte abonniert meinen Kanal und liked das Video. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.